Irgendwie will der nicht, dass sein Bus geklaut wird. Seht ihr das? Der hat da irgendwie was gegen. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt haben wir den einen Fallschirmsprung gemacht. Hier ist aber schon der nächste. Und ich meine, wir müssen sogar alle machen für die 100%, aber keine Ahnung. Ich meine, die machen ja Spaß, nur es ist ein bisschen ärgerlich, dass man immer erst hoch muss. Wenn man direkt den Fallschirmsprung machen könnte, wäre wesentlich spaßiger. Dann muss ich ja irgendwie immer mit dem Heli da hoch, oder wie mache ich das? Auch hier wieder, da ist jetzt irgendwie einer, aber... Da muss ich ja dann mit dem Heli hoch erstmal. Sorry. Forgive me. Sonst wüsste ich nicht, wir waren hier nämlich schon mal mit Franklin, sonst wüsste ich nicht, wie wir da hochkommen sollen. Außer mit dem Heli. Aber warte mal. Ah, ich darf das sogar unten starten. Das ist super. Das finde ich gut. Dann ist super, ja. Okay. Dann haben wir den nächsten. Ja, dann können wir jetzt mal wirklich die falschen Sprünge machen. Das wird natürlich einige Zeit dauern. Aber macht ja sogar halbwegs Spaß. Insofern. Bankbesetzung. Nee, Bankensturz. Bankensturz. Was? Motorrad? Fahr vom Dach und benutze den Fallschirm, um im Ziel zu landen. Oh Gott, ihr seid doch alle krank. 3, 2, 1, go! Woohoo! Und das Motorrad ist gut gelandet. Das kann man noch benutzen. Ach so, da unten in dem Kreis soll ich landen. Okay, das gehe ich sogar hin. Pass auf, wir machen eine Punktlandung. Bam! Genau in die Mitte. Was? Landegenauigkeit 92%? Also bei mir war ich da sehr mittig. Ich finde, das war super. So, also den nächsten Sprung geschafft. Sind ja nur noch jetzt, wie viele? 100? Keine Ahnung, wie viele es insgesamt gibt. 2 haben wir auf jeden Fall. Warte mal, kann man nicht einfach... Fallschirmsprung. Da, 13 Stück gibt es. Also wir haben schon 2. Und wir müssen noch dann dementsprechend 11. Außer wenn man nicht alle machen muss. Aber wir können ja alle machen. Es macht ja Spaß. Aber dauert natürlich. Aber wir haben ja Zeit. Wir sind ja schon bei 130 Parts oder so. Warum nicht noch ein paar mehr machen? Kann mal einer anhalten? Ich bräuchte ein Auto. Ah, direkt das passende Auto. Ein schwarzer BMW. Der Übermacht. Mein Lieblingsauto. Perfekt. Danke fürs Vorbeibringen. Sind auch nett, die Männer gewesen. Also hier mir so ein Auto vorbeizubringen, das nehme ich immer gerne. Aber die Fallschirmsprünge, finde ich, machen wirklich Spaß. Also das kann man ja gut mal machen. Worauf ich nicht so Lust habe, sind dann die Sammelsachen. So Briefschnipsel sammeln und UFO-Teile und so. Das wird ziemlich langweilig. Da müssen wir einfach stur die Karte abfahren und Sachen suchen. Das macht keinen Spaß. Aber wir können ja erst einmal die Sachen machen, die Spaß machen. Und wenn ihr dann wirklich das auch noch sehen wollt, dann machen wir das halt auch noch. Okay, da machen wir 100% zusammen. Dann sind wir aber auch bei 200 Parts wahrscheinlich. Aber ist ja egal. Mir macht's noch Spaß. Solange es mir Spaß macht, mache ich's. Wenn ich irgendwie mittendrin die Lust verlieren würde, würde ich auch aufhören. Ich zwinge mich da nicht, das noch zu machen, nur weil ich gesagt habe, ich mache das. Da, so einer bin ich nicht. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht. Aber momentan habe ich noch Bock, also spricht ja nichts dagegen. Ach, guck mal, das ist sogar der, wo wir immer hier... Da haben wir doch den Yachtdingens gekauft. Und dann sind die hier mit dem Heli, genau. Das ist ja super. Hey, my buddy's got his boat out. I can drop you over it if you want. Ja, danke, mach das mal. Drop mich mal. Bin mal gespannt, wo wir jetzt runterspringen. Wahrscheinlich einfach aus dem Heli raus. Wow, über dem Strand hier, über Vespucci Beach. Klar, auf dem Boot, kein Problem. Mache ich, ohne Probleme. Da kriege ich ja wirklich Lust, das mal in echt zu machen. Falsch im Springen.
Es muss so geil sein. Und es ist gar nicht so teuer. Ich glaube, 100 bis 200 Euro kostet das. Ich muss das eigentlich echt mal machen. Man hat natürlich immer Angst, dass bei einem dann der Fallschirm sich nicht öffnet. Aber das ist statistisch so gering, dann sollte man auch kein Auto fahren und kein Flugzeug fliegen. Und ich meine, das muss doch wirklich... Nein, komm schon. Ein bisschen weiter, 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 ein bisschen weiter. Komm schon. Wow. Ich bin drauf. Komm schon. Ich war drauf. Oh Mann, ich war doch drauf. Er klatscht mit seinem Gesicht hinten gegen den, hinten auf das Boot und rutscht kläglich ins Meer ab, weil er sich nicht halten kann. Ja gut, dann machen wir das halt nochmal kurz. Nee, also ich würde das echt gerne mal in echt machen. Das muss verdammt spaßig sein und man hat natürlich trotzdem die Angst, sich aus einem Flugzeug oder Heli zu stürzen. Man kennt das ja nicht, aber man wird ja gar nicht so schnell. Man beschleunigt auf 200 und dann bleibt es ungefähr, weil man wegen dem Luftwiderstand auch nicht mehr schneller wird dann. Aber es muss ein krasses Gefühl sein. Ich glaube, ich mache das mal irgendwann. Und wenn ich es mache, dann nehme ich es mit auf. Und dann zeige ich es euch. Halte ich beim Runterfallen mein Handy? Nein, aber man kann ja bei diesen Fallschirmsprüngen, die haben ja immer eigene Kameras dabei und dann filmen die das auch. So, das war ja wohl eine perfekte Landung. Ja, 100%. Nice, Bro, you nailed it. Ja, danke schön. Dann gib mir mal das Boot. Tschüss. Squalo. Geiles Boot. Boah, geht ja richtig ab hier. Das ist ja ein schickes Boot. Macht ja richtig Spaß damit. Boah, hüpft ja auch richtig ordentlich hier. Guck mal. Flying Boats. Wer sich erinnert an GTA San Andreas mit den fliegenden Booten. So ungefähr ist das mit dem hier auch. Mal gucken, ob wir da rüber springen können hier. Wow! Nee, aber eine kleine Landtour wäre drin. Haben wir nicht hier hinten auch irgendwo, mal eben schauen. Haben wir nicht da hinten auch irgendwo ein Seerennen? Nee, ne? Nee. Ich dachte, da wäre ein Seerennen gewesen. Schade. Ja, den Triathlon müssen wir auch noch machen irgendwann, aber nicht jetzt. Also, Fallschirmsprung haben wir. Welcher ist denn noch in der Nähe? Die sind ja überall verteilt hier. Gottchen, da ganz oben sind ganz viele. Oh, warte mal, der war noch der nächste hier. Machen wir den noch? Soll ich mir kurz ein Taxi rufen? Geht, glaube ich, am schnellsten. I'd like to order a cab, please. Sorry. All the drivers are busy right now. Was? Ach, Blödsinn. Nur weil die nicht an den Strand fahren wollen. Na, sonnen Sie sich schön, junge Frau. Bin nur über die drüber gelaufen. War nicht böse gemeint. Hey, schön am Joggen. Ich bin schneller. Haha, tschüss. Oh, ich glaube, ich habe sie totgesprungen. Tut mir leid. Das wollte ich wirklich nicht. So, ich brauche ein Auto. Hat jemand eins im Angebot? Eins übrig? Eins zu viel oder so? Wie wär's mit dem hier? Ist doch schön. Okay, schön ist was anderes, aber es tut's. Oh, aber auch ein Wepit. Wepit macht schöne Autos eigentlich. Den Dominator und den Sand King und aber eben auch den hier. So schön ist der jetzt nicht, aber ist ja egal. Get out the fucking way. Also, dann haben wir da noch den nächsten und dann müssen wir weit raus in die Countryside. Da nehmen wir dann wahrscheinlich wirklich den Helikopter. Wir haben ja Gott sei Dank ein paar gekauft. Und dann fliegen wir mit einem der Helis einfach zu den Fallschirmsprüngen hin. Aber der ist schnell hier, der Jeep, hör mal. Der geht ja ab wie Luzi. Motorradfahren ist gefährlich. Ich sag's dir. Dir auch. Motorradfahrer verunglücken statistisch gesehen sehr viel öfter. Zum einen, weil sie übersehen werden und dann von irgendwem platt gefahren werden. Und zum anderen, weil sie selber fahren wie die kranken Säue. Der ist richtig schnell, der Jeep. Geile Sache. Geht richtig ab hier. Wow!
So, schön eingeparkt haben wir auch. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich warten, bis ich die Sterne los bin, oder? Warten wir kurz. Der müsste ja gleich wieder weg sein. Na komm. Ich habe doch nur einen überfahren, mein Gott. Ja, ich warte. Ein Stern, mein Gott, ey. Ja, gleich werde ich entdeckt. Wie wär's, wenn der Stern mal verschwindet irgendwann? Ey, wie lange der bleibt? Es ist ein Stern, Leute! Beruhigt euch doch mal! Oh Gott, ey, 10 Minuten. So, nächster Fallschirmsprung. Von dem Hochhausdach da oben. Ja, so hoch ist das ja nicht. Gut, kriegen wir hin. Could I be any more of a man in his 40s cliché? Direkt aufs Grün. Ach, wir sollen auf den Golfplatz. Na klar, machen wir. Was? Das war aber kein eleganter Sprung, Michael. Er fällt vom Dach. Okay. Meint ihr, ich komme so weit? Ich glaube, das wird schwierig. Ja doch, es müsste gehen. Oh, guck mal, sieht das schön aus, hier in den Sonnenuntergang zu gleiten. Herrlich. GTA 5 ist schon ein tolles Spiel, Leute. Ganz ehrlich, es ist schon ein tolles Spiel. Man muss es gespielt haben oder, was noch besser ist, bei mir geschaut haben. Gibt ja so Spiele, die sollte man einfach mal gesehen haben oder gespielt haben. Aber in dem Fall reicht bei mir zu sehen. Braucht da gar nicht selber spielen. So, direkt hier im Grünen. Zack. Perfekt gelandet. Ja, 100%. Okay, schön. Und jetzt hängt man hier wieder mitten auf dem Golfplatz und muss erstmal irgendwie hier runterkommen. Reg doch auf. Dass man hier so rausgeschmissen wird im Niemandsland. Kann ich nicht hier über die Hecke springen oder ist sie zu hoch? Die ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, die ist ja monströs. Doppelt so groß wie ich. Und ich denke, hier geht's auch nirgendwo raus. Und Taxi wird wahrscheinlich auch nicht auf den Golfplatz kommen. Naja, da müssen wir eben laufen. Ist anstrengend. Aber was sein muss, muss sein. Und dann müssen wir jetzt wirklich oben in die Countryside. Ich würde sagen, wir holen uns wirklich einfach einen Helikopter und fliegen hin. Natürlich ist der dann wieder weg, wenn ich einen Sprung gemacht habe, aber mein Gott, irgendwie müssen wir es machen. Hier steht doch bestimmt ein schicker Wagen, oder? Beim Golfplatz. Die Leute, die bei mir Golf spielen, müssen Geld haben. Das sieht aus wie ein Porsche. Hier haben wir einen Maserati. Was haben wir da hinten noch? Ah, nehmen wir den R8. Okay. Das ist mein Golfplatz. Wer hier parkt, der überträgt mir das Eigentum an seinem Auto. So, so einfach ist das. Wäre auch lustig, wenn die vom Golfspielen kommen und gerade sehen, wie der Golfplatzbesitzer das Auto von denen klaut. So, dann müssen wir jetzt zum Helipad fahren, oder? Wo ist denn das genau? Da unten, ne? Ja. Oder haben wir noch... Warte mal, lass mich kurz durchschauen bei den Fallschirmsprüngen. Hier haben wir den am... Da oben. Ach so, doch, hier sind noch zwei. Ja, dann machen wir erstmal noch die beiden. Es kann natürlich auch sein, dass wir nur die Hälfte brauchen. Wir haben jetzt ja vielleicht 3 oder 4 gemacht von 13. Das heißt, wollen wir die Hälfte, sagen wir mal 7 ungefähr. Und wir schauen nach 7 mal, ob sich die Prozentzahl verändert hat. Je nachdem brauchen wir sonst gar nicht mehr weitermachen. Oder wir müssen wirklich alle machen. Das kann auch sein. Irgendwie habe ich den Wagen immer zu gering gewertschätzt. Also der ist doch ziemlich geil, der R8, ne, im Spiel. Ich habe den aber nie so beachtet irgendwie. Ich habe da nie so
Aber der ist schon heiß. Nur der fährt halt so oft rum und am Anfang ist man den auch schon gefahren, deswegen fand ich den jetzt nicht so episch, aber der ist eigentlich verdammt heiß, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde den mal eben tunen ein bisschen. Ich will mal sehen, wie der dann aussieht. Weil schnell ist der ja auf jeden Fall. Und Tuning habt ihr ja bis jetzt eigentlich fast alle immer nichts dagegen gehabt. Also manche vielleicht, aber die meisten sagen immer, mehr Tuning. Man kann es als eigenes Rennen- und Tuning-Spiel sehen, GTA, ne? Ja, Panzerung brauchen wir nicht. Bremsen brauchen wir auch nicht. Obwohl, machen wir mal rein wegen... Ja, ist egal, wir haben das Geld ja. Vorne so einen Slipper. Ja, machen wir dran, okay. Sieht man eh kaum. Fahrgestell, Carbon... Was? Ach hier, die Platten werden dann zu Carbon. Ja, okay, nehmen wir mit. Motor, klar, Leistung immer. Wow. Ach du Scheiße. Hupe lassen wir ja immer. So, Farbe ist jetzt wieder so eine Sache. Ne, 8 würde ich eigentlich sagen in Weiß, aber... So ein Militärdings ist auch geil. Boah, die Farbe gefällt mir bei dem irgendwie voll. Erdbraun, oder? Ich glaube, ich nehme den echt mal in einer Farbe, die ich sonst noch gar nicht benutzt habe. Warum nicht? Ich werde den eh da stehen lassen, deswegen ist das egal. Ich tune den gerade nur, um ihn zu tunen. Der wird eh da stehen bleiben und dann mache ich den, mache ich die Mission, den Fallschirmsprung und dann lassen wir den da wieder stehen. Bisschen, da ist er wieder weg. Insofern braucht man da gar nicht... Den behalten wir ja eh nicht. Die Felgen finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Now that's a custom job. So, wir sind auch gleich fertig. Okay, ich wollte nur mal ein bisschen den Wagen tunen, weil ich den immer nicht so beachtet habe im Spiel, obwohl er doch eigentlich ziemlich geil ist. Doch, der ist nice. Geiler Schlitten auf jeden Fall. Wäre auch was für GTA Online, muss ich sagen. Und schnell, eieiei. Guck dir das an, wie der abgeht. Oh! Und tot. Nein! Ja, so viel zum Thema, der Wagen, den haben wir nicht lang. Das ist halt das Problem, wenn man in der Innenstadt mit so einem Wagen im Gegenverkehr fährt nachts. Keine gute Idee. Hat sich gerade nochmal bewiesen. Wir können natürlich versuchen, ob der abgeschleppt wird. Das kann natürlich sein. Dann können wir da kurz schauen, ob wir den nochmal kriegen, weil ich würde den jetzt nicht so schnell weggeben wollen. Ich habe jetzt zwei Meter gefahren und dann... Das finde ich immer so ärgerlich. Mein Gott, ich meine, es ist zwar realistisch, dass man dann... Also, was heißt realistisch? Aber es ist... Ja, es ist realistisch, dass man stirbt bei so einem Unfall. Aber ich hätte es lieber, dass man einfach nicht stirbt und dann ist immer der Wagen weg. Das ist so ärgerlich dann immer. Ah Gott, das können wir ja fast zu Fuß laufen da. Sollen wir da eben über... Das sind ja 100 Meter oder was? Gut, es sieht immer weniger aus, als es dann im Endeffekt ist zu Fuß. Danke für den Mercedes. Mal schauen, ich bin gespannt, ob der da wirklich abgegeben wurde. Schön wär's. Ich würde es mir wünschen. Komm schon, bitte. Ja, perfekt. Danke, ihr seid die Besten. Man kann sich auf euch verlassen. Ja, also ich finde den heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem auch in der Farbe, die würde ich sonst bei anderen Autos nie nehmen, aber irgendwie gefällt mir die bei dem. In so einem Matt. Ich mag das. Yeah, nice. Schönes Wetter, da muss man auch per Cabrio fahren. So, da geht's hin. Und diesmal ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber der war so schnell, da war ich fast überrascht von der Power.
wieder abgeht. Der zieht ja weg wie sonst was. Hammer. Hätte ich dem gar nicht zugetraut, weil der eher so ein dezenterer Sportwagen ist, finde ich, im Spiel. Aber der ist geil.